Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hier bin ich wieder, der Tobi von Hanfner, und ich muss mich ganz kurz zwischendurch melden mit ganz, ganz spannenden News. Ich muss leider vorwegnehmen, es sind nicht die besten News, aber sie müssen dringend besprochen werden, denn mein Postfach quillt wirklich über vor Nachfragen. Und ich sage euch jetzt erstmal, was ist denn überhaupt passiert? Ihr könnt euch sicher erinnern, dass unser geliebter Richter Andreas Müller den Normenkontrollantrag eingereicht hat beim Bundesverfassungsgericht. Das Ganze ist jetzt schon weit über 3 Jahre her, und jetzt gab es also eine Entscheidung, und die ist ein richtiger Hammer und leider kein positiver. Denn das Bundesverfassungsgericht hat diese Normenkontrollanträge, die inzwischen von verschiedenen Amtsgerichten vorlagen, also Amtsgericht Münster, Bernau und Pasewalk, haben sich dieser Richtervorlage des Herrn Müller angeschlossen und haben also die Verfassungskonformität mal dieses Gesetzes überprüfen lassen. Und jetzt ist also die Entscheidung gefallen, und das ist wirklich ein kleiner Skandal. Ich bin da wirklich auch sehr wütend drüber. Aber jetzt klären wir erstmal die Fakten. Es ist also so, dass das Bundesverfassungsgericht diese Normenkontrollanträge abgewiesen hat. Es wird also gar nicht darüber entschieden, ob das Cannabisverbot verfassungswidrig ist oder nicht. Das ist wirklich ein dicker Hammer, und alle sind echt am Boden zerstört, vor allem am meisten Herr Müller. Ich komme da gleich noch dazu, bleibt unbedingt dran. Ich habe euch noch ein paar Bilder, die ich euch hier reinschneide. Jetzt will ich aber erstmal die wichtigste Frage beantworten, die mir also wirklich einstimmig gestellt wurde fast. War es das jetzt mit der Legalisierung? Ist jetzt also die Legalisierung vom Tisch, die uns versprochen wurde? Und da kann ich euch erstmal vorab beruhigen. Nein, das hat nichts damit zu tun. Das sind zwei ganz getrennte Vorgänge. Und wir hatten eigentlich alle zusammen gemeinschaftlich eine höhere Hoffnung an die Gerichte, an das Bundesverfassungsgericht, als an die Politik. Und jetzt müssen wir das Ganze aber wohl ein bisschen switchen in unseren Köpfen, denn es scheint jetzt wirklich der Fall zu sein, dass die Politik eher aus dem Quark kommt als unsere Justiz. Und das ist trotzdem sehr, sehr erschütternd, denn wenn man sich das Ganze mal kurz geschichtlich anguckt, ist es so, dass 1994 zuletzt über dieses Cannabisverbot geurteilt wurde beim Bundesverfassungsgericht. Und damals wurde gesagt, das Cannabisverbot ist nur verfassungskonform, um die Volksgesundheit zu schützen. Ja? Also, dass erwachsenen Menschen ihre Freiheit genommen wird und Cannabis verboten wird, ist einzig und allein verfassungsmäßig, weil damit die deutsche Volksgesundheit geschützt werden soll. Ja, ist vielleicht aus damaliger Sicht vielleicht auch noch ein bisschen verständlich. Man denkt, Cannabis ist was Böses, was Gefährliches, und deswegen darf man das und sollte man das verbieten. Aber wir haben jetzt 30 Jahre Erfahrung gesammelt. Wir haben Cannabis als Medizin jetzt schon auch seit 6 Jahren installiert, und das Gegenteil ist doch inzwischen der Fall. Die Volksgesundheit wird nicht gefährdet durch Cannabis, sondern sie wird geschützt. Ganz, ganz viele schwerkranke Menschen helfen sich durch die Medizin Cannabis. Und deswegen ist es wirklich ein Skandal und für mich auch wirklich als ein Mensch, der immer noch an diesen Rechtsstaat glaubt, schwer zu akzeptieren, dass das Bundesverfassungsgericht sich dieser Sache, diesen 3 sehr, sehr ausführlichen Normenkontrollanträgen und noch mehr sind es inzwischen sogar, nicht angenommen hat. Das ist wirklich für mich nicht zu fassen und auch für viele andere nicht zu fassen. Aber jetzt gebe ich euch da erstmal noch ein paar O-Töne zu, damit ihr auch seht, was passiert ist. Ich fange jetzt nochmal an mit dem Wichtigsten. Hat dieses Nichturteil, dieses Zurückweisen der Überprüfung, hat das irgendwelche Auswirkungen auf die geplante Entkriminalisierung/Legalisierung? Hierzu hören wir uns jetzt als erstes mal kurz Herrn Dirk Heidenblut an von der SPD. Da heute viele Fragen wegen dem Urteil kamen, nein, das hat keinen Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess. Legislative, Judikative, die einen entscheiden auf Basis der geltenden Gesetze, und wir müssen die Gesetze ändern, wenn sie aus unserer Sicht nicht mehr richtig sind. Und die Frage, Cannabis zu kriminalisieren, ist und war nicht richtig und muss deshalb geändert werden. Ihr habt also gehört, das sind ja erstmal die guten Nachrichten. Wir haben bald die Entkriminalisierung erreicht. Völlig egal, was das Bundesverfassungsgericht da jetzt gemacht hat. Wir haben bald die Entkriminalisierung erreicht und die ersten Schritte hin zur Legalisierung. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dieser Stein, wenn er mal ins Rollen kommt, auch nicht mehr aufzuhalten sein wird. Ich werde zu dieser geplanten Entkriminalisierung nochmal extra ein Video machen. Ich gehe da jetzt nicht auf zu viele Details ein. Natürlich gibt es da auch ganz, ganz viel zu motzen. Aber unterm Strich sollten wir uns trotzdem freuen, dass dieser historische Schritt bald erreicht sein wird. So, genug aber dazu. Ich will jetzt nochmal kurz auf dieses Verfahren eingehen, was da stattgefunden hat, und vor allem auch nochmal ganz, ganz persönliche Worte an Herrn Richter Müller wenden. Ich zeige euch jetzt aber vorab vielleicht mal noch das Video, was er gestern veröffentlichte, in dem auch seine Enttäuschung über diese Abweisung, ich kriege wirklich Gänsehaut jetzt gerade, weil ich wirklich auch erschüttert bin über das, was da passiert ist. Seine Enttäuschung zeigt er da also sehr, sehr deutlich,
und emotional, wie wir ihn kennen, aber doch mal in eine andere Richtung emotional. Und deswegen muss ich euch, auch wenn es mir jetzt gerade ein bisschen schwerfällt sogar, dieses Video mal kurz zeigen und dann gehe ich gleich nochmal drauf ein und dann werde auch ich nochmal ein bisschen emotionaler, das kann ich euch schon mal versprechen. Mitgeteilt, dass sie nicht über Vorlagen verschiedener Gerichte entscheiden wollen und diese als unzulässig betrachten. Sie basiert auf eine 30 Jahre alte Rechtsprechung und ist nicht mehr zeitgemäß. Ich verstehe es nicht, es bringt bei mir einen Schockzustand und ich verstehe nicht, warum man weiter und weiter Millionen von Menschen verfolgen will. Es wäre Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts zu sagen, jetzt ist Schluss, es reicht. Der amerikanische Präsident bezeichnet es als tiefstes Unrecht und ich persönlich bin schockiert mitgeteilt. Ja, ihr habt es gesehen. Ich muss erstmal sagen, ich werde jetzt erstmal hier virtuell den lieben Andreas Müller mal in den Arm nehmen und ich kriege meine Gänsehaut gar nicht wieder weg. Das tut mir so verdammt weh und das tut mir so verdammt leid und ich möchte einfach nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank aussprechen an die vielen Mühen, an die Zeit, an die Kraft, an Blut, Schweiß und Tränen, die du, lieber Andreas Müller, für uns Millionenkäfer investiert hast, immer noch investierst und dafür müssen wir dir auf ewig danken, dafür müssen wir dir eigentlich die größte Statue dieser Welt bauen, mit der größten Tüte, die man überhaupt noch finden kann. Das will ich irgendwann irgendwo sehen, denn du hast es einfach verdient und ich möchte dir einfach mal von Herzen im Namen aller Millionen Cannabiskonsumenten und eigentlich auch aller Menschen in diesem Land, denn du willst ja allen eine Verbesserung bescheren, Danke sagen. Wirklich vielen Dank für deinen Einsatz und es tut wirklich weh, dich so zu sehen und dieses Ziel, was eigentlich so nah erschien, jetzt wieder erstmal geplatzt zu sehen. Das tut mir wirklich wahnsinnig leid und deswegen bin ich auch wirklich erschüttert, dass das jetzt kein anderes Ergebnis hervorgebracht hat. Nachdem wir schon jahrelang warten und ein Zurückweisen dieser Normenkontrollanträge, da muss ich auch dem lieben Andreas recht geben, das hätte man in ein paar Tagen schon erledigen müssen. Aber das Ganze liegt jetzt schon seit fast dreieinhalb Jahren beim Bundesverfassungsgericht und jetzt kommen sie mit so einer lapidaren Entscheidung und wischen das einfach vom Tisch. Das ist ein Skandal und eigentlich eines doch so starken Rechtsstaates nicht würdig. Ich weiß, jetzt schimpfen wieder viele, wie glaubst du immer noch an den Rechtsstaat und so. Ja Mann, Leute, guckt doch mal in die Welt, in die Weltpolitik oder guckt auch in unsere Geschichte. Wir leben schon in einem Land, in dem man relativ zufrieden sein kann. Kann ich ja mal von mir selber ausgehen. Ich mache mein Maul ganz schön laut auf. Ich sage meine Meinung ganz schön deutlich, auch wenn ich damit mal anecke und die Konsequenzen, die ich dadurch erleide, auch wenn ich ganz schön im Kreuzfeuer manchmal zu sein scheine. Aber nein, die sind gar nicht so schlimm, wie ihr alle glaubt. Ich sage meine Meinung und jetzt möchte ich mal an euch alle appellieren, eure Meinung jetzt auch mal zu sagen. Verdammt nochmal, kann es sein, dass ein Richter hier sich für uns den Arsch aufreißt, dass wir Millionen uns verstecken in Kellern und nichts tun und uns nicht für unsere Freiheitsrechte einsetzen? Ja, wir stehen dann alle da und jubeln ihm zu und freuen uns, dass er sich für uns einsetzt. Aber er opfert sein ganzes Leben für uns Millionen. Da ist ein Mensch, der sich jeden Tag dafür opfert, dass wir unsere Freiheitsrechte zurückerlangen. Und wir Millionenkäfer, wir hocken in unseren Kellern und tun gar nichts. Nein, wir tun gar nichts. Das sind so wenige von euch, an die alle mal einen herzlichen Dank nebenbei. Aber das sind vielleicht, lass es mal 100, vielleicht 200 Leute sein, die sich aktiv für eine Verbesserung einsetzen, vielleicht online noch ein paar mehr. Aber das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz bei 4 bis 6, 8 Millionen Cannabiskonsumenten. Wo seid ihr alle, verdammt nochmal? Wollt ihr, dass Herr Richter Andreas Müller weiter so eine Emotion erleiden muss? Oder stehen wir jetzt alle mal auf und treten der Politik nochmal kräftig in den Arsch mit allem, was geht? Und ändern das. Und wenn ihr in einem Verfahren drin seid, dann akzeptiert nicht einfach diesen Strafbefehl. Nein, macht, wie Herr Müller euch schon vor Jahren empfohlen hat. Geht in die nächsten Instanzen, klagt euch durch die Instanzen und wehrt euch, klagt euer Recht ein. Ich kann doch selber sagen, mich haben sie am Anfang mit Freiheitsstrafen bedroht. 5 Jahre stand da im Raum, 15 Jahre. Am Ende habe ich gekämpft und es ist eine Einstellung dabei herausgekommen. Und jetzt ändert die Politik bald das Ganze. Das heißt, ihr habt es noch viel, viel einfacher bei den Gerichten für eure Freiheit zu kämpfen. Und dazu muss ich an euch alle nochmal appellieren, werdet aktiv, schreibt den Politikern E-Mails auf Twitter, auf Instagram, überall auf Social Media, ballert sie zu auf Abgeordnetenwatch und setzt euch verdammt nochmal für eure Freiheitsrechte ein, nicht für die Freiheitsrechte des Herrn Andreas Müller. Nein, jetzt ist an unserer Zeit, mal Danke zu sagen und nicht nur Danke zu sagen, sondern auch
etwas dafür zu tun. Das erwarte ich von euch jetzt einfach mal. Wacht auf, wir haben eine Zeitenwende doch schon geschafft. Wir können heutzutage offen über Cannabis reden, ohne jetzt gleich wahnsinnig stigmatisiert oder beeinträchtigt zu werden. Das war vor ein paar Jahren echt noch anders. Wir haben schon so viel erreicht und es liegt jetzt nicht mehr an Herrn Müller. Der hat sich verdammt nochmal nicht nur eine Pause, sondern auch seinen Aktivisten-Ruhestand eigentlich mal verdient. Und wir alle anderen, wir sorgen jetzt dafür, dass sein Kampf sich am Ende auch gelohnt haben wird und dass wir am Ende alle gemeinsam das große Ziel erreicht haben werden. Denn wir wissen alle, selbst mit dieser Entkriminalisierung ist der Aktivismus noch lange nicht vorbei. Gerechtigkeit und Freiheit ist noch lange nicht erreicht. Also steht auf, wacht auf und tut etwas für eure Freiheit und für die Freiheit eurer Mitmenschen. Das erwarte ich jetzt für euch, von euch, für Herrn Müller, denn das hat er sich verdient und ich glaube, dass ihr mir da alle auch recht gebt. Und jetzt smile ich euch auch nochmal an zum Schluss. Ich will ja gar nicht nur schimpfen, denn ich bin nach wie vor überzeugt, wir paffen das. Danke fürs Zuhören.